Heute geht es um das Klima und über dieses Thema ist in den letzten Jahren in den Medien schon sehr viel gesprochen worden. Die wissenschaftliche Debatte ist beendet. Es gibt einen Konsens und dieser Konsens sagt, dass wir in den nächsten 80 bis 100 Jahren einen drastischen Meeresspiegelanstieg haben und daran sind wir Menschen selbst schuld. Diese Aussage, dass the science is settled, dass also die wissenschaftliche Frage schon gelöst sei und es nur noch um die Konsequenzen geht, die ist professoral gesagt sehr mutig. Wie stark bewirkt das CO2, das von den Menschen freigesetzt wird, eine weitere Erwärmung? Und darüber gibt es noch kein abschließendes Urteil. Es sollte aber bei diesem Meeresspiegelanstieg, sollte man darauf hinweisen, dass es nicht nur durch Abschmelzen möglich ist, den Meeresspiegel anzuheben. Ein Argument ist, die Meere erwärmen sich, dehnen sich aus. Aber es kann durchaus sein, und da gibt es Abschätzungen, dass etwa ein Drittel des Meeresanstiegs aus diesem Fördern des Grund- und fossilen Wassers kommt. Das hat ja gar nichts mit irgendwelchen Klimageschichten zu tun. Da hätte ich von meinen Kollegen aus der Klimaforschung erwartet, dass sie sagen, das ist zwar nicht unser Hauptinteresse, aber das ist ein wichtiger Punkt, dem müssen wir nachgehen. Die ganze Wissenschaft zeichnet sich schon seit langem durch eine sehr große Aggressivität aus, die ist ja fast religiös, ne? Also die ich bei mir in der theoretischen Physik eigentlich nie gefunden habe.